Ich habe ja als Kleinkind, also klein nach der Geburt, lange gedacht, einige Kindesjahre gedacht, ich bin ein Superstar auf die Welt gekommen. Und zwar hat das so angefangen, ich war mit meiner Mutter schwanger, also eigentlich umgekehrt. Und da bin ich so umgeschwommen in der Fruchtgasse, so ein bisschen allein. Und da waren wir schon Fahrt und ich dachte, wow, du Deppert, wo geht denn das bald los und so. Und schwimmen wir um, dann habe ich den Bauchdecken so ein bisschen gekurrt, draußen hat schon eine Frau geschrien. Und ich dachte, wow, die warten schon auf mich, die wollen mich haben und so. Bin ich umgeschwommen, Gott sei Dank, ich war Einzelkind, also ich bin allein drin gewesen und so. Jetzt mag ich aber nicht mehr warten und so, zack, Kopf oben im Bauch, Vorhang auf und habe immer so ausgeschaut, habe ich noch. Ja, hast du geschaut? Dann ist schon gehört, wie der Arzt schreit, Ladies and Gentlemen, hier kommt ihr Satansbraten. Und dann hat er gesagt, meine Damen und Herren, Rocky Zocki, Superstar. Und dann bin ich aus in das gleißende Scheinwerferlicht des OPs wie ein Torpedo, Flugstrich am Entbindungsbett, da hinten bis zur Bettkante, über die Bettkante hinunter, und 4 cm auf dem Boden hat mit dem Oberschnur in freien Fall gefangen. Bin ich so Rocky. Ich bin ein echter Kärntner Neger und hab an sich die Schulter gehört. Doch die stört mich überhaupt nicht, das ist mir völlig egal. Denn irgendwie, ich weiß nicht wie, schlag ich mir durch die Partie. Wie auf die Straßen. Ich bock die Wege da aus und lacht da freundlich zu den Hosen. Ich bin so laut, ich bin so laut, bis einer, was ich mein, kauf eine Haut, ich bin ein Kärntner Neger. Ärger passiert, du.